قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Herauszuholen und das Beste daraus zu machen. Im Endeffekt das Endziel, liebe Geschwister, ist Acher. Wir werden dieses Leben hier verlassen und wir werden, liebe Geschwister, im Jenseits kommen. Du wirst in der Zwischenwelt kommen und dann wirst du im Jenseits kommen. 100%. Das ist ein Versprechen von Allah. So ist das Leben. Das ist die Natur des Menschen. So wird es gehen. Das ist der letzte Ort, wo wir stehen. Du wirst vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und dann benötigst du Dinge. Dann benötigen wir Sachen. Es geht sich nicht nur darum, liebe Geschwister, dass wir uns nur gefühlsmäßig ermutigen. Es geht sich nicht nur darum, dass wir Momente erleben und für einen Moment nach etwas suchen und etwas fühlen und etwas spüren und nach dem anderen Moment wir am Boden uns fühlen, als wenn wir am Boden, als wenn wir in die Knie gezwungen worden sind. Es geht sich schon mal um eine langfristige Sache, liebe Geschwister. Und ich habe das schon mal den Brüdern gesagt. Der Weg, den wir gehen, den wir Islam nennen, das, was wir leben im Islam, ist ein Weg, liebe Geschwister, der lang sein. Der lang ist für jeden für seine Zeit. Der eine 20 Jahre, der eine 30, der eine 10, der eine 15, der eine 15 Tage, der eine 3 Wochen, der eine 2 Jahre. Aber dieser Weg ist für den, diese Zeit, die der geht, ist lang. Und du überstehst nur diese Zeit mit Durchhaltevermögen, mit Ausdauer. Du überstehst diese Zeit nicht mit Geschwindigkeit. Du überstehst das, liebe Geschwister, mit Durchhaltevermögen, mit Ausdauer. Und diese Ausdauer gewinnst du nur, wenn du Dinge tust, wenn wir anfangen, Dinge zu tun, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die einen Nutzen mit sich tragen. Guck mal, wir haben uns an kleine Dinge erinnert. Wir können uns an Dinge erinnern, liebe Geschwister. Und der Prophet a.s.w. sagt uns, dass wir keine Tat leichtfertigen sollen. Da gibt es Taten, liebe Geschwister, die bringen sehr viel mit sich. Sehr viel. Ich gebe euch ein Beispiel, ich habe das dem Bruder im Auto gegeben. Wir machen Dinge im Leben, am Tag, die sind sehr oft. Ich gebe euch eine Sache, was der Muslim sehr oft macht. Essen. Essen tun wir öfters. Lass mal Döner essen gehen, lass mal essen gehen. Komm, lass mal bei mir essen gehen. Lass mal trinken, komm, lass mal bei mir Tee trinken, labern, essen. Immer essen. Wir sind irgendwie mit Essen mal ständig beschäftigt. Ja, oh, komm, wir gehen, dann möchte ich, gibt es Essen. Ja, oder wir gehen da in diesen Vortrag, gibt es Essen. Es ist immer so ungefähr mit Essen im Sinne verbunden. Der Gesandte alaihi salatu wasalam sagt in einer authentischen Hadith, dass wenn du ein bestimmtes Bittgebet sprichst nach dem Essen, Allah subhanahu wa ta'ala alle die Sünden, die du davor gemacht hast, vergibt. Kleine Sünden im Rahmen sind, in Klammern setzen. Weil große Sünden brauchen Tauben. Guck mal, ganz einfach sagen, sprich die Wörter aus, Allah subhanahu wa ta'ala vergisst alle deine Sünden, die du davor gemacht hast. Es gibt auch andere Taten, wo die Sünden vergeben werden, zum Beispiel von Umrah zu Umrah. Aber hast du die Möglichkeit, jedes Mal Umrah zu machen? Hast du nicht. Es gäbe sich Kraft. Aber gibt es auch andere Sachen, die keine sind. Wer weiß davon Bescheid? Wer hat die Voraussetzung? Wer macht das überhaupt? Versteht ihr, liebe Geschwister, diesen Weg bestehst du, wenn du Dinge machst, die Nutzen haben. Und wir können klein sein, aber wir haben großen Nutzen. Was ich euch heute mitgeben möchte, liebe Geschwister, ist, dass wir versuchen, auf dem Weg, den wir sind, die Sachen zu machen, die uns allen einen Nutzen bringen. Und wir müssen langsam begreifen, liebe Geschwister, dass wir uns Muslime mit Dingen beschäftigen, die uns wenig nutzen und Zeit dabei verlieren. Keiner von uns hier drin weiß, wann er geht, wie er geht. Ja, jeder trägt eine Nummer, aber keiner weiß, welche Nummer er hat. Jeder trägt eine Nummer. Wir haben vor 2 Wochen haben eine Frau begraben. Bestattet und wir haben sie begraben. Sie war 2 Jahre Muslima. 2 Jahre. Und wir haben gesagt, jeden sein Weg im Islam ist anders. Einer 10 Jahre Muslima, einer 15, einer 20. Sie war 2 Jahre Muslima. 2 Jahre und dann starb sie. So, als wir sie begraben haben, wir haben sie um 6-7 Mal begraben. Um das Totengebet für sie verrichtet und dann haben wir sie begraben. So, keiner von uns wusste, wer wirklich der Nächste ist. Aber keiner will wirklich wahrlich der Nächste sein. Keiner kommt, will sich überhaupt zu nahe denken, dass er vielleicht irgendwann da reinkommt. Aber wir dürfen nicht nur wach werden, wenn solche Ereignisse passieren. Wir müssen viel vorher wach werden. Der Gläubige vorbereitet sich.
Der Gläubige vorbereitet sich für das, was er macht, wie genauso wie man sich für eine Reise vorbereitet. Man geht zur Pilgerfahrt, man geht zur Umrah, man geht sein Land besuchen. Vorbereitet sich, oder? Jeder vorbereitet sich. Jeder macht, packt seine Sachen, seinen Koffer, tut 20 T-Shirts, was weiß ich, was für diese Zeit brauchst. Medikamente, welche Medikamente brauchen wir? Paracetamol, das kann passieren, dies, jenes. Ist auch in Ordnung. Ist eine gute Vorbereitung. Aber für die Reise der Reisen, liebe Geschwister, welche Vorbereitung haben wir getroffen? Ja, der Bruder hat das gemacht, der Bruder hat das gemacht, der Bruder hat jenes gemacht, der Bruder hat so gemacht, die Schwester hat so gemacht, die Schwester hat Hijab ausgezogen, die hat ihn angezogen, der hat das gemacht. Das ist die Vorbereitung? Oder ist die Vorbereitung bei anderen Muslimen, ja, heute geben, nächste Woche geben wir den Disco, dann geben wir den Disco, dann machen wir das, dann nehme ich diese Drogen, dann bin ich mit der zusammen, dann mache ich das. Welche Vorbereitung hat der Muslim für sich gemacht? Welche Vorbereitung haben wir für uns genommen? Da der Gläubige, eigentlich muss man vorbereitet sein. Jedes Mal, guck mal, wir sind uns bewusst, dass jedes Mal uns das Ende treffen kann. Und wir sind uns dessen bewusst, wir wissen es. Ich sage nicht, dass wir es verinnerlicht haben, wir wissen es. Jede Minute kann uns etwas treffen, jede Sekunde wissen wir, jeder Atemzug, bam, kann zu sein. Lichter gehen aus, gehen nie wieder an, Augen schließen sich, gehen nie wieder auf. Alles, was du gemacht hast, hast du gemacht, alles endet. Du triffst, gibt es keinen Morgen mehr für dich. Gibt es keinen Bock. Halas, hier ist Ende. Sensible. Vorbei. Gibt es nicht mehr. Wir sehen uns das bewusst. Ja, hast du öfters gehört. Aber was haben wir dafür gemacht? Was haben wir, dass wir es wissen, was haben wir dafür vorbereitet? Wollen wir von denjenigen sein, und sagen, wir, liebe Geschwister, und wir unterstreichen dieses Wort wir. Wollen wir von denjenigen sein, die danach sterben und sagen, oh nein, ich wollte noch, lass mich zurück, ich will noch. Alaikum Assalam wa Barakatuh. Oder wollen wir von denjenigen sein, liebe Geschwister, die das nicht so ergreifen würden, die was vorausgeschickt haben? Da müssen wir anfangen zu gucken, was kann ich machen? Was habe ich gelernt? Was habe ich sein gelassen? Was kann ich noch dazu lernen? Was kann ich mitnehmen? Was kann ich noch mitgeben? Es gibt so viele Taten, liebe Geschwister, so viele Taten. Du kannst so einfach Sadaka verteilen unter den Leuten. Du kannst so einfach Spenden verteilen unter den Leuten. Du brauchst nur zu lächeln. Du gibst Sadaka. Jedes Mal, wenn der Muslim lächelt, Sadaka. Das ist immer eine Spende an denjenigen. Guck mal, wie einfach, wie ganz eine Gestik. Nicht nur, liebe Geschwister, eine Tat, eine Gestik. Eine Gestik belohnt Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, unsere Möglichkeiten, unsere Mittel sind viel. Wir haben viele Möglichkeiten, wir haben viele Mittel, die wir nutzen können. Wir leben nicht in einem Land, wo wir gejagt werden. Wir leben nicht in einem Land, wo wir getötet werden. Wir leben nicht in einem Land, liebe Geschwister, wo wir in der Flucht sind. Wir leben nicht in einem Land, wo wir an Hungersnot leiden und wir uns an unser Essen und uns das beschäftigen. Wir leben nicht in einem Land, liebe Geschwister, wo es uns an Mitteln fehlt. Wir leben in einem Land, wo es uns sogar gut geht. Wenn wir ehrlich zu uns selber sind. Da Mittel sind da. Also wir können. Möglichkeiten sind sowieso da, weil die hat der Prophet gegeben. Und ich habe gesagt, hier hast du ganz kleine Möglichkeiten, ganz kleine Lächeln. Oder in ganz kleinen, mach Dinge von der Straße weg. Siehst du Hindernisse, mach die weg. Das ist Belohnung, Achim. Das ist Belohnung. Ganz oder sprich gewisse Gedenken, gewisse Afghan. Du sagst Subhanallah, Subhanallah, Allahim sagt, La ilaha illallah, Allahu Akbar. All diese Dinge sind alles, spielen alles da, gute Taten, liebe Geschwister, die man verrichtet. Dass Möglichkeiten gibt es von so klein bis ganz groß. Hier, mach Pilgerfahrt. Nimm dein Geld, geh zur Pilgerfahrt, geh zur Umrah. Machst du große Taten nachher. Das heißt, die Möglichkeiten sind da, Mittel sind sowieso da. Aber was machen wir aus unserer Situation? Das Problem ist, liebe Geschwister, dass wir gelernt haben, uns zu beschweren. Wir haben gelernt, zu beschweren und durch diese Beschwerden legen wir uns lahm. Schauen wir jetzt. Ismail a.s. war verheiratet. Ibrahim a.s. war weg. Und der ist gegangen und ist irgendwann wiedergekommen. Und hat Ismail aufgesucht. Hat sein Haus gefunden, hat geklopft, seine Frau hat aufgemacht und da hat mit der ein Gespräch geführt. Eine bekannte Sache. Eine sehr bekannte Sache. Und er fragt nach seinem Sohn, der sagt, er ist was erledigen. Und er fragt, wie ist eure Situation? Fragt sie so. Ja, wie wir öfters auch fragen. Kefa halu. Wie ist deine Situation? Kefa halu. Kefa halu. Sagen wir mal. Ob wir das wirklich meinen, ob wir wirklich wissen wollen, wie eine Situation ist, was anderes.
Ja, wir treffen uns und sagen, okay, hallo, wie geht's? Aber ob du wirklich wissen willst, wie es mir geht, weiß ich nicht. Weil wenn einer anfangen würde zu sagen, ja, mir geht's so, oder ich bin krank, und ich sage, puh, warum hab ich ihn gefragt? Jetzt hält er mich auf und ich muss mir die ganze Zeit das Gejammern hören. So, das ist eine andere Sache. Aber Ibrahim hat mal gefragt. Und sie hat sich beschwert über ihre Situation. Sie lebten in einem Ort, ja, und sie hat sich beschwert. Ja, das nicht, das nicht, das, das, das. Und was sagt Ibrahim a.s. zu der Frau von Ismail? Sie sagt, sag mein Sohn, wenn du das grüßen von mir, und sagt, er soll seine Türschwelle oder die Schwelle in seiner Tür ändern. Ja? Entfernen, wechseln. Und der Ismail kommt und Ibrahim war weg und Ismail kommt und die Frau erzählt ihm von diesem Mann, weil er hat gemerkt, irgendwas war, der sagt, was ist los, hast du Besuch gehabt? Sagt, ja, der Vater war hier. Nein, der Mann war hier, hat nach ihm gefragt und hat nach uns gefragt und ich habe mit ihm geredet, das und das gesagt. Und dann hat er gesagt, soll meine Türschwelle ändern. Du sollst deine Türschwelle ändern, du sollst die wechseln. Und in die Vorstufen deiner Tür sollst du wechseln. Dann hat Ismail zu ihm gesagt, guck mal vor, das war mein Vater. Und der hat gesagt, ich soll mich von dir scheiden. Also du bist geschieden. Nach einer Zeit kam Ibrahim a.s. nochmal. Ja, und trifft wieder eine Frau. Und Ismail ist Ismail war wieder nicht da. Und er geht rein und er fragt, Käfer, hallo, wie geht's dir? Wie ist eure Situation? Und sie beschwert, sie sagt, Alhamdulillah, bachayr. Alhamdulillah, okay, alles gut. Sie beschwert sich nicht über die Lage. Und die leben in derselben Land, in derselben Stadt. Die haben sich nicht verändert, das, was die andere beschwert hat. Und was sagt Ibrahim a.s.? Er soll an diese Türschwelle, an diese Vorstufe, soll er festhalten. Sagt dem Ismail, er soll daran festhalten. Als Ismail kommt, seine Frau, die das erzählt, was sagt er? Das war mein Vater. Und der hat gesagt, ich soll mich nicht von dir scheiden, soll ich behalten. Was verstehen wir aus diesem Ereignis, liebe Geschwister? Zwei Menschen, selbe Situation, verschiedene Gedanken, verschiedene Art und Weise, Herangehensweise, wie man mit der Sache umgeht. So, liebe Geschwister, wir leben jetzt in einem Land mit einer bestimmten Situation, ob sie schwer oder leicht ist. Das ist die Art des Lebens, mal ist das oben, mal ist das tief. Aber was machen wir daraus? Legen wir uns lahm? Machen wir nichts mehr? Oder gehen wir voran? Geschwister, ich weiß, wir haben Fehler alle. Wir haben alle Fehler, jeder Einzelne von uns. Wir machen Fehler und wir werden ständig Fehler machen. Wir haben Sünden, wir werden Sünden machen. Wir werden nicht sündenfrei bleiben, liebe Geschwister. Wir werden ständig Fehler machen, wir werden ständig Sünden begehen. Ich weiß, liebe Geschwister, man macht nicht immer das Richtige, man ist nicht immer 100% dabei oder man schafft nicht immer 100% zu geben, aber wir versuchen. Aber wir wissen eine Sache, liebe Geschwister. Und eine Sache muss in unser Herzen sein. Wir wissen 100% und sollen 100% daran glauben, dass es keinen Gott gibt, der anbetungswürdiger ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dass dieser Satz muss 100% bei dir sein. Dieser Satz, liebe Geschwister, La ilaha illallah, lässt sich in jeder Situation, in jeder Ortschaft, in jedem Ort leben. Lässt sich in jeder Situation dasselbe tun. Nur dieser Satz, wenn du das veränderst, wenn wir, liebe Geschwister, unsere Glaubensfundamente, wenn wir unsere Religionsfundamente, wenn wir sie verinnerlichen und verstehen, egal welche Situation hat, sie wird uns zwar nach hinten schmeißen, aber wir werden diesen Punkt hier angesetzt haben und du wirst ihn mit der Zeit wieder erreichen. Aber du musst erstmal fest sein. Wir haben immer gesagt, und ich sage es immer wieder, du musst immer die Fundamente deiner Religion lernen. Immer wieder wiederholen, ob es trocken oder nicht trocken ist. Nur das gibt dir Wurzeln in dieser Religion. Nur das gibt dir Ausdauer in dieser Religion. In diesem Weg, den du gehst, das gibt dir Ausdauer. Alles andere sind Ballons. Die platzen mit das. Alles andere ist Pustekuchen. Wir können, liebe Geschwister, sitzen und wir können Hadithe erzählen und wir können gewisse Ereignisse geben, dass du deinen Iman so spürst. Dass du denkst, ich kann Berge versetzen. Aber du verlässt diese Tür und die Realität erwischt dich wie eine Backpfeife. Patsch! Du kriegst einen und dann denkst du, boah, ist wirklich doch anders draußen. Verstehst du? Aber du wirst dieser Ohrfeige der Realität erst standhalten, wenn du wirklich deine Religion verstanden hast.
wenn du wirklich verstehst, worum es geht. Es geht sich darum, dass du stirbst und dass du gesagt hast, La ilaha illallah vom Herzen. Es geht sich darum, dass du stirbst und dass du wusstest, was bedeutet La ilaha illallah. Es geht sich darum, dass wir sterben und dass wir aufrichtig waren in La ilaha illallah. Dass wir geliebt haben, La ilaha illallah. Dass wir wahrhaftig waren in La ilaha illallah. Darum geht es, Liebe, das ist das Ende. Das ist das Ende des Liedes, das ist in der Geschichte. Ihr endet alles. Und hier ist die Frage, wie gehe ich von diesem Ende? Und du wirst nur mit La ilaha illallah bleiben und du wirst nur diese Ausdauer mit dir tragen, wenn du dich den richtigen Dingen zuwendest. Wenn du die nützlichen Dinge anwendest und nicht, wenn du deine Zeit verschwendest, indem nach dem Gebet, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, was hat der gesagt, was hat er gemacht, was hat diese Person gemacht, was hat diese Schwester gemacht, was hat der gemacht. Dann, Achim, werden wir alle irgendwann sterben und vielleicht werden wir den Titel erreichen, Muflis zu sein. Die zwar Taten gebracht haben, aber die Taten nichts genutzt werden, weil am Yom Kiyama, wenn die Leute haben, kommen und unsere Taten holen. Meine lieben Geschwister, wir sind uns doch eins bewusst. Allah subhanahu wa ta'ala sieht alles. Und Allah subhanahu wa ta'ala hört alles. Allah subhanahu wa ta'ala sieht alles. Und Allah subhanahu wa ta'ala hört alles. Und alles wird aufgeschrieben. فَمَا يَمَنْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَ يَرَى وَمَا يَمَنْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرَى. Diese zwei Ayat in dieser Sura ist das Kern dieser Sura und das Kern aller Taten. Diese zwei Versen ist Kern, liebe Geschwister, für alle Taten. Kern. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und alles Stäubchen Gutes, was du gemacht hast, wirst du sehen, und alles Stäubchen Schlechtes, was du gemacht hast, wirst du sehen. Ganz einfach. Alles, was und darum, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, schwertigen getrennt hat. Und darum sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ein Wort kann der Grund dafür sein, dass man in die Hölle fällt, so tief in die Hölle fällt, wie die Distanz zwischen Westen und Osten. Ein Wort, ein Kalimah kann der Grund dafür sein. Schau mal, das weiß, wir mussten unsere Waagschale neu einstellen. Alles abwiegen. Ein Wort. Und ich sage euch das und ich sage das mir selber. Nicht sein, dann denke ich, ich bin davon befreit. Ich bin nicht davon befreit. Auch wenn man zu den Brüdern redet, zu den Schwestern redet, ist man nicht davon befreit. Auch wenn der Imam die Khutbah macht, auch wenn man vorbetet oder gar, man ist nicht davon befreit. Das kann uns immer wieder treffen. Darum sagen wir es auch immer wieder. Darum erwähne ich dir heute Dinge, die du vielleicht schon mal gehört hast. Da der Weg lang ist und gewisse Dinge wiederholt werden müssen. Man muss auf dem Weg dir das wiederholen. Man muss auf dem Weg, man muss das ständig sagen, damit wir auch am Ball bleiben. Sonst verlierst du die Richtung. Sonst verlierst du die Richtung. Wahrscheinlich, Brüder, guck mal, ich bin 10 Jahre Muslim und knapp 6 Jahre in der Dauer tätig. Wenn ich etwas mehr, und wisst ihr, wie viele Leute wir gesehen haben? Mit voller Elan, aufgeblasen, ja, super, alles. Und diesen Weg gehen wollten und dann haben sie sich mit Dingen beschäftigt, genau wie eine Zeitverschwendung war, als eine Zeitnutzung und dann die Richtung verloren. Ich erinnere euch an eine Aussage von Umar ibn Khattab, der mir und euch das ganz klar macht. Umar ibn Khattab, liebe Geschwister, wurde gefragt über Sirat und Mustaqim, über den geraden Weg, den wir von Allah subhanahu wa ta'ala jedes Mal im Gebet verlangen. Wir verlangen das. Wir sagen zu Allah jedes Mal, wenn wir Surah al-Fatiha lesen, gib uns den geraden Weg. Leite uns auf den geraden Weg. Du verlangst diesen Weg. Sirat al-Mustaqim verlangst du jedes Mal in deinem Gebet. Die Frage ist nur, ob wir verstehen, was wir da verlangen. Ob wir überhaupt verstehen, was wir da sagen. Allahu Akbar, und dann vielleicht rasseln wir das nur unter und so, dass das Gebet vorbeigeht. Aber weißt du, dass wir gerade, du hast gerade gesagt, ich leite mich auf den geraden Weg. So, jetzt Umar ibn Khattab wird über den geraden Weg gefragt. Ja, Umar sagt, was ist für dich, Sirat al-Mustaqim? Was ist für dich der gerade Weg? Was sagt Umar? Radiallahu anhu sagt, für mich der gerade Weg ist ein langer Weg, der schmal ist, links und rechts sind Dornen und ich habe ein leichtes Gewand an, das schnell reißen kann. Ein leichtes Gewand und ich halte dieses Gewand so fest
und versucht durch diese Dornen zu gehen. Das ist für mich Sirat al-Mustaqim. Für manche aber ist Sirat al-Mustaqim so breit, links und rechts sind Rosen. Ja, und gewandt und nicht gewandt an, kein Problem, wir gehen links, rechts in den Rosen rein, wieder raus. So denken die Sirat al-Mustaqim. Aber diesen Weg verlangen, den Schmal, was Omar ibn al-Khattab sagt, den verlangen wir. Wir sagen zu Allah subhanahu wa ta'ala, gib uns geraden Weg, leite uns auf den geraden Weg. Jedes Mal im Gebet. Die Frage ist aber, verstehen wir, was wir verlangen? Verstehen wir, welchen Weg wir gehen, liebe Geschwister? Deswegen müssen wir uns, liebe Geschwister, für diesen Weg vorbereiten. Oder wir müssen uns für diesen Weg, liebe Geschwister, müssen wir uns bemühen. Wir müssen lernen zu verstehen, was brauche ich auf diesem Weg? Was benötige ich? Wir brauchen keinen Lästern, wir brauchen keinen aufeinander schreien, hassen, was auch immer nicht. Oder ungerechte Kritik oder falsche Kritik oder übertriebene Kritik oder übertriebene Lob. Ungerechten Lob brauchen wir alles nicht. Oder Schmeichelei brauchen wir nicht. Wir müssen verstehen, was wir brauchen. Und das Allerwichtigste in ihrem Leben sowieso, kann Allah, kann Rasul. Allah hat gesagt, der Prophet a.s. hat gesagt, darauf, das ist wichtig, darauf kommt es an, liebe Geschwister. Und das müssen wir versuchen zu lernen. Dafür müssen wir versuchen zu bemühen. Wir können nicht sagen, dass wir die Möglichkeiten nicht haben. Wir leben doch im 21. Jahrhundert. Internet, alles da. Ich bin mittlerweile vom Handy aus. Vom Handy aus. Alles kannst du im Internet zugreifen, kannst du lesen, Vorträge hören, YouTube, alles Mögliche. Auf verschiedene Sprachen nachher. Auf alle möglichen Sprachen. Wie viel geben wir dafür auf? Wie viel geben wir dafür auf? Wie viel laufen wir dafür? Wie viel wollen wir überhaupt dafür aufgeben? Wir wollen auf diesem Weg bleiben. Wir verlangen diesen Weg für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir wollen einen guten Ausweg haben. Wir wollen von dieser Erde gehen und laut la ilaha illallah sagen. Wir wollen sterben und vor Allah stehen und dass Allah uns alles vergibt und uns auf den Leuten der rechten Seite und am liebsten von den Leuten dasselbe ruhen, von den Vorausgehalten machen. Wir verlangen so viel. Wir wollen im Jannah al-Firdaus sein, in dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aber unser Tun ist gleich nur dafür. Oder so ein Tun ist ganz wenig dafür. Wir hoffen nur auf die Barmherzigkeit von Allah. Wir ruhen uns auf die Barmherzigkeit aus mittlerweile. Aber nein, wir sind dafür da, weil sie getan werden müssen. Wir wollen so viel, Geschwister. Aber wir nutzen unsere Mittel und unsere Möglichkeit nicht. Anstatt sie zu nutzen, beschweren wir uns. Wir beschweren uns über die Lage. Wir beschweren uns über unseren Zustand, wir beschweren uns über deinen jetzigen Zustand, aber wir nehmen nicht die Möglichkeit und die Mittel, das zu verändern. Und ich habe gesagt, guck mal, Internet, alles Mögliche ist da. Und wirklich, wenn es dir mal schlecht geht. Du sagst nicht, dass wir uns nicht mal im Buch leisten oder alles so günstig. Alles ist da, Bruder. Wir haben das Mittel. Auch wenn du wirklich nicht arbeiten hast, bleibt ein bisschen Geld übrig, um etwas dafür zu tun. So einen Vortrag zu fahren oder ein Buch dir zu besorgen oder eine CD oder was auch immer. Schau mal, lachen, was Menschen vor uns gemacht haben. Dass du siehst, was es bedeutet, ist opfern fürs Wissen, fürs Weiterkommen. Du hast einen Gelernten, liebe Geschwister, der ist gereist von seinem Land zu einem anderen Land, um von Imam Ahmed rahimahullah zu lernen. Von Imam Ahmed ist bekannt. Und der wollte von diesem Imam lernen. Und der ist dahin gereist. Und der Imam war im Gefängnis. Und der hat im Gefängnis besucht und hat zu ihm gesagt, ich kann dich nicht lernen. Ich bin im Gefängnis, mir ist es verboten. Dann hat er gesagt, Taib hat er gesagt, dann gib mir eine andere Möglichkeit zu lernen. Er hat gesagt, die einzige Möglichkeit, du kommst jeden Tag bei mir am Fenster vom Gefängniszelle, bettest du Brot und ich schmeiße dir ein Stück Brot raus und in dieses Stück Brot ist ein Zettel und da ist ein Hadith oder ein Ayah, irgendwas vom Wissen, von Ilm. Ein Satz. Und so kannst du lernen. Ich habe gesagt, okay, ich mache das. Und jetzt sind wir jeden Tag dahin gegangen. Und hat um Brot gebettelt und immer mal hat den Brot rausgeschmissen. Und der hat dann immer einen Hadith gehabt, den der auswendig lernen muss. Einen Text, den der lernen soll. Schau mal jetzt. Was denkt ihr, wie lange dieser Mensch das mitgemacht? Was denkst du, wie lange, oder stell mir die Frage andersrum. Was denkt ihr, wie lange wir es mitgemacht haben? Wir haben heutzutage Internet, alles Mögliche. Ja? Wenn du auch nicht zum Seminar fahren kannst, du kannst live bis Internet verfolgen. Und wenn du nicht live verfolgen kannst, kannst du später im Internet sehen, weil das irgendjemand aufgenommen hat. Was denkt ihr, wie lange würden wir einen Weg des Wissens, des Lernens so mitmachen?
Was würden wir machen, wenn unsere Möglichkeit auf einmal auf so viel, auf so wenig minimiert wäre? Wenn wir nicht die ganze Möglichkeit hätten. Früher sind die Leute zum Wissen hingefahren. Früher sind die Leute zu Ermahnung, zu Runden der Ermahnung, wo sind die hingegangen? Die Gefährten, die Wissen der Leute haben feste Plätze gehabt. Die sind nicht hin und her gereist. Die haben feste Plätze gehabt. Und du musst es dahin, Wissen zu erwerben. Du musst es dahin gehen, um Wissen zu holen oder um ein Hadith zu hören. Oder die Scherman zu haben, musstest du dahin gehen. Nicht wie uns sagen, wir laden Sheikh so ein, wir laden Sheikh so ein. Und, wir laden, und wenn du kein Essen machst, sowieso keinen. Wenn du Sheikh einlädst und danach gibt es kein Fleisch zu essen, dann kommt keiner. Du musst noch Essen machen, Fußball spielen tun wir auch noch, grillen tun wir auch noch. Und gibt es das? Also, du musst eine richtige Party daraus machen, dass, überhaupt, dass man Interesse bekommt. Früher, Bruder im Glauben, Schwester im Islam, musstest du Kilometer hinter dir lassen, wenn du Wissen erwerben wolltest. Gib's nicht Sheikh holen, du musstest zum Sheikh fahren, du musstest dahin gehen. Sonst hättest du kein Wissen erwerben können. Sonst wärst du so geblieben, du sitzt im damit leben müssen, was in deiner Stadt ist. Und wenn in deiner Stadt nichts ist, dann hättest du nichts. Das müssen wir verstehen. Wie viele Möglichkeiten sind da, wie viele Mittel sind da, subhanallah. Aber wir sind so satt gegessen. So satt gegessen, dass wir nichts mehr wahrnehmen. Aber wer kommt? Ja, wenn der nicht kommt, dann komme ich nicht. Ja, wenn der nicht Sheikh dann kommt, oder wenn der Herr Bruder nicht kommt, dann komme ich nicht. Ja, ich muss leer sein, das geht nicht. So wählerisch geworden. Alle sprechen über Allah, Allah, Rasul. Aber wir sind wählerisch geworden. Versteht ihr, liebe Geschwister, unsere Krankheit? Er hat das 5 Jahre lang mitgemacht. Der eine Sheikh hat das 5 Jahre lang, hat er so von ihm gelernt. 5 Jahre. Nicht 5 Tage, eine Woche, 3 Tage Seminar. Nein. 5 Jahre, Bruder. 5 Jahre. Jetzt fragen wir uns selbst, wie viel haben wir geopfert fürs Wissen? Wie weit sind wir gefahren fürs Wissen? Und das wird die liebe Geschwister, ihr merkt unsere Sättigkeit, merkst du, wenn du zum Hajj gehst. Ich komme vom Hajj. Und waren bei der Pilgerfahrt. Und vor Hajj haben die Leute gesagt, oh, ich will nur zur Pilgerfahrt und ich will nur Kaaba sehen und ich will Tawaf machen. Mich interessiert Hotel nicht, mich interessiert das nicht, und egal, Mina, ich will nur Allah anbieten und so. Ach, als wir in Mekka angekommen sind und jeder, der nicht, noch nie da war, kann nicht verstehen, dass gewisse Dinge dort nicht funktionieren. Weil das Land ist einmal umgedreht dort. Das sind 5, 6 Millionen Menschen, 4 Millionen Menschen. Offizielle Zahlen waren das 3,5 Millionen oder so. In einem Fleck. Und jetzt wollen alle rechtzeitig ihren Bus haben. Die wollen den besten Bus haben. Die wollen das beste Essen haben. Die wollen das beste Schlafzimmer haben. Und wer will? Wir, die von sowieso von guten Orten kommen, wir wollen das haben. Lass mal die anderen Geschwister, die ihr ganzes Leben opfern, damit sie zum Arzt gehen. Sie mussten vielleicht ein ganzes Jahr arbeiten dafür. Sie mussten viel Geld dafür geben und sie haben nicht mal ein Hotel. Sie schlafen vielleicht auf der Straße. Sie haben nichts. Sie verlangen nichts. Und wir, die kommen von Zuständen voll gefressen und mit allem Möglichen an Sachen mitgenommen und voll die Tasche voller Kohle und so. Wir kommen dahin, wir verlangen mehr. Wir verlangen mehr, wir wollen VIP-Bus haben, wir wollen Mercedes-Bus haben, Klima muss immer funktionieren. Wir wollen kalte Getränke haben, wie ich, warme Getränke, was das, nein, so, ich schlafe da nicht. Wir waren Muzdalifa, die Leute sagen, Muzdalifa, musst du eine Nacht übernachten. Die Leute sagen, schlafen wir hier? Wir müssen sehr schlecht sein, da ist nur Boden, Erde, Sand. Hier sollen wir schlafen? Ja, was willst du, im Namen, Federbett oder was? Ja, die Frage musst du dir stellen. Wir sind gesättigt und wir wollen noch mehr, so dass es uns mal rauskommt. Aber vorher erzählen wir, haben wir große Sprüche, sind wir am Geben. Liebe Geschwister, glaub mir. Und weil wir leben in Ort, unsere Möglichkeiten sind da. Wir müssen sie nur wahrnehmen. Wir müssen sie wahrnehmen. Früher in der Jahiliya bist du für ein Konzert Kilometer lang gefahren. Und du warst 1000 Meter von der Bühne entfernt, du hast vielleicht Mannequin zugesehen, du konntest nichts sehen. Aber du warst voll überglücklich. Ja, ich bin da. Ja, vielleicht hast du den Flyer noch bald 10 Jahre mit dir, dass du zeigst, ich war in diesem Konzert gewesen. Ja, für Konzerte, für Diskotheken, für alles Mögliche. Für Frauen, Frauen für Männer. Wie viele Kilometer bist du gereist? Wie viele Kilometer bist du gegangen? Wie viele Kilometer gehen einige immer noch? Immer noch, Muslime, wie viele Kilometer lassen für Drogen, für alles Schlechte, lassen sich hinter sich.
ohne einen Mucks aufzumachen, ohne was zu sagen, ohne sich zu beschweren, um ihren Jahl, um die Sünde, um das Schlechte nachzugehen. Aber jetzt im Islam, du sagst, ja, findet ein Vortrag statt, findet der statt, ja, was weiß ich jetzt hier, 20 Kilometer, 30 Kilometer, 50, 60 Kilometer, 100 Kilometer. So weit. Diese ganze Fake-Videos, was die Leute da machen, sind sich da am Reinziehen. Du verbringst dann 2, 3 Stunden solche Videos hier rein. Vergeht jetzt eigentlich, vergeht. Passiert uns an, liebe Geschwister, weil wir uns selber anlügen. Lügst selber an. Weil wir nicht, weil wir so satt gefressen worden sind, dass wir nicht mehr die Kraft haben aufzugeben, etwas loszulassen. Weil wir gewöhnt daran sind, der steht kommen und der kommt. Und die kommen doch alle so irgendwann bei uns. Da brauche ich ja nur so nirgends hinzugehen. Aber Opfer mal fürs Wissen, Opfer mal fürs Weiterkommen. Dieses Wissen ist nicht damit du jetzt anwesend. Es geht nicht darum, wenn du es mitnimmst, bringt dir es was. Und was Pana, liebe Geschwister, ich merke nach 10 Jahren Islam, wie wichtig gewisse Dinge waren für mich, die ich am Anfang gelernt habe des Islams. Als ich so 2 Jahre, 3 Jahre Muslim war. Und ich habe dann, Alhamdulillah, hat uns recht geleitet und uns zu gewissen Leuten des Wissens gebracht. Und wir haben Leute des Wissens gesehen und von denen die Dinge genommen, die der uns mitgegeben hat. Jetzt erntet man, in Zeiten der Schwierigkeiten, in Zeiten der Not, merkst du das, wie wichtig das war. Dass man diese Sachen gelernt hat, dass man diese Sachen verstanden hat, dass man da war. Weil kommt immer, erwischt dich die Realität. Irgendwann wirst du geprüft. Auf all dem, woran du glaubst. Allah verspricht dir das, mir, jede Bruder und Schwester im Koran. Glauben sie, werden sagen, ich glaube, die werden nicht geprüft? Glauben die, dass wir sagen, wir glauben, also lass uns machen, wir werden nicht geprüft? Natürlich wirst du geprüft, die Zeit wird kommen. Aber da musst du den Bas, da musst du die Wurzel schon geschlagen haben. Da musst du schon Wurzel in den Boden haben. Bevor dieser Wind der Prüfung kommt und dich aus dem Boden reißt, dass er das nicht schafft. Deswegen ist das wichtig. Du wirst es im Nachhinein merken. Aber du musst jetzt dafür opfern. Jetzt, wo die Zeit da ist, jetzt, wo die Möglichkeit da ist. Es kann sein, dass die Möglichkeiten genommen werden. Guck mal, bei uns in München Gladbach haben wir Unterricht für Frauen gehabt. 2 Jahre lang. Nach einem Jahr. Die Schwestern kamen in ganz wenigen Zahlen, so 3 Schwestern, 4 Schwestern, 2 Schwestern, 5, gar keine. Am Anfang 20, ist immer so, 20, 25, danach so wenig. Wir haben, und gab es die Gelegenheit, wo wieder mal viele da waren. Wir haben gesagt, ich muss die Zeit nutzen. Ich muss das jetzt, was da ist, muss ich mitnehmen. Weil es kann eine Zeit kommen, dann wirst du diesen Unterricht nicht mehr haben. Dann, Allah, alle, was passiert? Wusste man nicht, was auf uns zukommt. Allah wollen, was passiert. Allah wird uns das hier wegnehmen und dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit für das. Damals haben wir den Brüdern das gesagt. Bei den Brüdern noch schlimmer. Wir haben Unterricht gemacht, die Brüder, 4 Brüder, 3. Ständig, gar keiner. Keiner gekommen. Ach komm, der ist, warum soll ich mir da? Und jetzt, wo nichts mehr da ist, weil ich glaube, man möchte zu ist und die Unterrichte sind wenige, es gibt andere, was wir jetzt haben, aber die Unterrichte sind wenig geworden. Die Möglichkeiten sind ein bisschen geschrumpft. Oh, jetzt brauche ich viel gerne so eine Khutba auf Deutsch hören. Jetzt haben wir keine Khutba mehr auf Deutsch. Aber Khutba auf Deutsch war es. Ah, egal, wer ist da? Abu so. Nee, wenn der nicht da ist, dann nicht. Wurde so gesagt. Wurde dann auch so erzählt. Jetzt würdest du alles dafür geben. Ob Abu, egal wer. Würdest du alles dafür geben. Aber ist das denn, Bruder? Bevor das passiert, bevor die Möglichkeiten sich schrumpfen lassen, sollst du jetzt dieses wahrnehmen. Weil wenn sie weg sind, sind sie weg. Dann kannst du es nicht mehr rückgängig machen. Dann ist die Zeit weg. Irgendwann kommt Beschäftigung. Irgendwann bist du beschäftigt. Hast du nicht mehr diese Zeit. Hast du Zeit, mach das. Weil der Weg, kommen wir zurück, ist lang, der ist eng und der braucht Ausdauer, um ans Ende zu gelangen mit La ilaha illallah im Herzen. Mit La ilaha illallah aus dem Munde. Mit La ilaha illallah aufrichtig. Angenommen. Damit wir uns erfreuen danach. Liebe Geschwister, Osman radiallahu anhu, Osman ibn Affan radiallahu anhu, hat geweint, wenn er vor einem Grab stand. Warum? Sein Diener fragt und sagt, du weinst nicht, wenn du über Hölle redest oder über Yawm al-Akhirah, weinst du nicht so stark. Aber ihr weint, er geweint, man hat für sein Bart Glas geholt. Warum hat er das? Osman ibn Affan hat gesagt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, das Grab ist die erste Stufe des Jenseits. Ist das Grab gut? Ist alles, was danach kommt, noch besser. Ist das Grab schlecht? Ist alles, was danach kommt, noch schlimmer. Wie wird bei uns sein?
Wie wird bei uns sein? Die meisten Muslime draußen wissen nicht, wer Allah ist, wer der Prophet ist, was die Religion ist. Geschweige, ob wir es Muslime in der Moschee alle wissen. Das ist wichtig. Das ist wichtig, liebe Geschwister. Fragen, die uns im Grab bestimmen. Wie wird das sein? Wir machen uns das Ende darüber. Das ist das Ende. Hier, dort wirst du kommen, ob du willst oder nicht. Ob man nicht wählt, ob man sagt, nein, nein. Du wirst kommen. Und keiner weiß, wer der Nächste ist. Vielleicht habt ihr irgendwann Janaza hier gehabt, die letzte Janaza, vielleicht bist du die nächste Janaza. Vielleicht bist du das nächste Totengebet. Weißt du, welche Nummer du hinten trägst? Ob das die 1 ist, ob das die 2 ist, ob das die 3 ist, von der Jama'a, von den Brüdern, die hier sind? Wissen wir nicht. Das ist eine Moral, das ist verborgenes Wissen. Und das ist so, liebe Geschwister, damit wir uns anstrengen können. So kannst du nicht sagen, ja, wenn ich 60 wäre, wirst du 60? Ja, wenn ich Hatsch mache, machst du Hatsch? Genau, manche setzen sich Zeit. Ja, Frauen, ich trage Hijab, wenn ich heirate. Heiratest du vielleicht irgendwann? Dann vielleicht heiratest du nie. Ja, ich mache Hijab, wenn ich die Schule zu Ende. Und dann bringst du die Schule nie zu Ende. Und das ist, diese Zeit ist ein Fall von Shaitan. Der Shaitan macht das mit uns. Er spielt mit uns, sind wir kleine Kinder. Und darum lenkt er uns, man zieht uns von der Nase und lenkt uns, anstatt dass wir uns mit Dingen beschäftigen, nutzen sind. Ja, dann beschäftige ich mich immer mit der Person oder so. Oder die, man sagt sich selber so, ja, ich mache das so, ich gucke das im Internet nachher, ich mache so. Nein, dann machst du gar nichts. Anstatt dass du irgendwas im Internet guckst, hängst du so und dann machst du den Film rein. Du guckst dir gar nichts im Internet. Und halas, zack, ist weg. Und so spielt dich hinterher. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen versuchen, zu schaffen, uns mit Dingen zu beschäftigen, die nutzvoller für uns sind. Es wird eine Zeit kommen, weil es ist immer so. Du wirst du weniger machen als eine andere Zeit. Sahaba, die Allah anhum, haben sich beschwert dafür. Die sind zum Prophet sallallahu alaihi gegangen und haben gesagt, unser Mann manchmal ist so uns schwach und manchmal fühlen wir uns stark und bei dir sind auch immer nicht bei dir, sind fühlen wir uns schwach. Der Prophet sallallahu alaihi hat gesagt, wenn ihr durchgehend stark Iman habt, dann werden Engel kommen, die werden euch grüßen auf der Straße, wenn ihr schlafen möchtet, die werden euch grüßen kommen. Darum hat der Prophet sallallahu alaihi also Stunde und Stunde. Manchmal ist der Iman stark, manchmal ist der Iman schwach. Er steigt und sinkt. Er steigt mit Gehorsamkeit, er sinkt mit Ungehorsamkeit. Es wird Zeit fühlen, du wirst dich schwach fühlen. Nicht. Aber du musst immer, wichtig, liebe Geschwister, hierbei, immer wieder aufstehen können. Wenn du einmal in die Knie gezwungen worden bist von der Dunja, von der Sünde, du musst wieder auferstehen können. Du musst wieder sagen, ich stehe wieder auf, ich mache weiter, ich mache neu. Du musst nicht von Shaitan erzählen lassen. Jetzt, ach, du hast mit das Mädchen geschlafen, warte, du gebet, warte, bist du verrückt? Du bist sowieso voller Sünde und sagst, okay, ich mach das. Wer hat das denn da? Es gab Sahaba, die haben gegen Sahaba gekämpft. Hier, ich nehme euch ein Beispiel, Khalid ibn al-Walid, wenn du ihn erwähnst, Saifullah, Shulayn al-Mas, Khalid ibn al-Walid. Er hat, liebe Geschwister, die Schlacht von Uhud gegen die Sahaba gekämpft. Er hat Schwert gezogen gegen den Propheten. Hatte die Möglichkeit, Taube zu machen? Ja. So jetzt, du hast die Schwert gezogen gegen den Propheten. Du hast eine Ungehorsamkeit, du hast dich gegen Allah gegeben, du hast eine Ungehorsamkeit begangen, eine Sünde. Aber Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir die Möglichkeit zu vergeben. Allah vergibt alle Sünden, liebe Geschwister. Und deswegen, das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, nicht nur die Ausdauer brauchen wir auf diesem Weg, jedes Mal, wenn wir in die Knie gezwungen werden, müssen wir immer wieder die Kraft finden, aufzustehen und weiterzumachen. Weiterzumachen, das, was wir angefangen haben, bis wir vom Engel des Todes abgeholt werden und unsere Seele weggenommen, wenn der Befehl kommt von Allah und dann wir sind weg. Bis dahin muss es so weitergehen. Das ist sehr wichtig, das müssen wir uns, liebe Geschwister, einbringen. Barakallahu fikum. Dies waren meine Wörter, die ich euch mitgeben wollte. Es war ja kein Unterricht, sondern eine Ermahnung und Erinnerung natürlich an mich selbst. An mich selbst, an mich selbst, an mich selbst, an mich selbst. 100 Mal an mich selbst. Und dann einmal an euch allen und sollte auch als Erinnerung an euch gehen. Wenn ihr was Nutzvolles darin gesehen habt oder gehört habt, nehmt es mit und versucht es umzusetzen. Und wenn ich was Schlechtes gesagt habe, liebe Geschwister, ist das nur von mir gewesen, mit Shaitan. Und wenn ich was Gutes gesagt habe, von Allah subhanahu wa ta'ala, seinem Prophet Muhammad, alayhi salatu wassalam, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Geduld, euer Kommen und euer Zuhören und eure Aufmerksamkeit. Barakallahu. Lieber Bruder, kannst du bitte mal die Dua nach dem Essen erwähnen und was bedeutet? Alhamdulillah, alladhi ta'amal min hana wa razaqa anahi ghayri hawli minni wa la quwwati. Steht in Husn Muslim.
Aber ich, dass wir die lernen jetzt, das wird dauern. Aber wir können die aufschreiben. Barakallahu fik. Sag mal, hast du am Anfang angefangen und hast du bei der Welt. Was macht Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er das sagt nach jedem? Jedes Mal ist mit Bismillah anfängt. Mit der rechten Hand. Und ihr isst und ihr seid zu Ende mit Essen und Trinken. Und ihr lobpreist Allah und bedankt für dieses Essen, laut dieser Übersetzung der Dua, wofür das Segen, was Allah euch gegeben hat, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala bi'idhnillahi ta'ala alle eure Sünden vergeben. Hadith sahih, ich glaube bei Muslim, ich bin nicht sicher, aber ich kann natürlich für jeden, der zweifelt an dem Hadith oder an der Authentigkeit, ehrlich gesagt, kann ich E-Mail schicken, genau die Quelle des Hadith und das Wortlaut des Hadith. Das ist 100%, also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, und diese Dua spricht, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt ihm seine Sünden, die er gemacht hat. Und liebe Geschwister, wann machen wir keine Sünden? Steht ihr? Irgendwie fällst du mal deine Sünde, sprichst ein falsches Wort aus oder ein böses, ein schlechtes Wort aus. Oder, keine Ahnung, man lästert oder man macht eine gewisse Sache, man sieht eine schlechte Sache. Ja, man guckt dahin. Ich rede nicht vom ersten Blick, ja. Das heißt, etwas ist in deinem Blick, weil du gehst auf einmal, kommst zu jemandem und dann guckst du es auf. Ich meine, du guckst. So, oder man verguckt sich. Ja, kann jeden Mann und Frau was. Also Sünden einmal sowieso immer wieder. Und die hängen an unseren Nacken. Aber es ist schön, wenn man sowas weiß. Und man kann dann eine Sündenvergebung erreichen. Im Endeffekt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer Wudu macht, richtig Wudu macht, und dann sich Richtung Qibla wendet und zwei Rek'a betet für Allah subhanahu wa ta'ala, er wird, liebe Geschwister, wenn er zwei Rek'a betet, wird ihn Allah subhanahu wa ta'ala vergeben. Wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn auf jeden Fall vergeben, seine Sünde. Das heißt, fühlst du dich, guck mal, das ist sowieso ein gutes Anzeichen, wenn du dich nach der Sünde schwer fühlst. Du fühlst dich so verbrecherhaft. Du sagst dir, Mann, ich habe eine Sünde begangen, ich bin so ein Verbrecher, ich bin so schlimm. Das ist okay. Dieses Gefühl ist in Ordnung von Iman, dass die Sünde dich belastet. Nicht, du hast keine Ahnung, was gemacht hat. Ja, okay, Sünde. Allah, Alhamdulillah. Machst du so, nimmst deine Hände einmal, sagst dir, Allah, vergib mir, bitte sei barmherzig mit mir, Allah hat mir vergeben. Oder das Herz, das wahre Herz, das reine Herz sowieso spricht. Man merkt das. So, und du fühlst dich verbrecher, das ist in Ordnung. Aber dann, lass dich von Shaitan aufhalten. Ach, der Shaitan wird dir sagen, mach kein was für Tauber, jetzt willst du beten, du hast gerade mit Mädchen geschlafen, jetzt willst du beten? Ja, jetzt will ich beten. Direkt danach, das ist ein Anzeichen von Iman, von Gläubigen, dass direkt danach Tauber macht. Direkt danach. Hast du eine Sünde begangen, Bruder, mach ein wahres Herz. Weil jeder kann schwach werden. Hast du was geklaut oder was? Ich weiß nicht, welche Sünde, was auch immer, was ich konnte, bist nach Hause gekommen. Fühlst du auf einmal voll schlecht, ach, bete um Vergebung. Gibt's nichts, bete. Lass dir nichts erzählen, bitte um Vergebung. Egal, wer dir sagt, nein, Achi, alle jene, der sagt, nein, der lügt. Achi, bitte um Vergebung, das ist Iman, das ist ein Zeichen von Iman, das ist ein Zeichen von Liebe und so, aber du fühlst dich schlecht. Bitte um Vergebung, Allah vergibt dir, beten die Leute. Das ist sehr wichtig, Achi, wir haben einen Herrn, der ist allvergebend beim Herzen, dieser Name ist über die Zunge gehen, allvergebend beim Herzen. Wer ist allvergebend auf dieser Erde? Niemand. Allvergebend, vergebend, Achi. Kennt ihr diese Überlieferung, eine Prostituierte gibt einen Hund nur zum Trinken, Allah vergibt ihr. Eine Tat. Stell dir mal vor, jetzt Allah sieht seinen Diener, wie der seine Stirn auf die Erde tut, sich niederwirft und heult und fühlt sich schlecht und bittet um Vergebung. Brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Lassen wir uns nicht vom Shaitan, gib Shaitan keine Chance. Er will nur zu kommen und er wird dich versuchen von der Vergebung, weil er will, dass du so mit der Sünde stirbst. Und dann hat er dich. Dann reicht dir nicht die Hand. Sag, mach dich weg. Ich bitte um Vergebung jetzt, sofort. So muss man das machen, liebe Geschwister. Barakallahu fikum.